Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und jetzt eine Frage, die komplett falsch verstanden wurde. Vielmehr der Blog, auf den er sich bezieht, der Klaus aus dem Allgäu. Es geht um Modern Koi Blog 4830. Da ging es darum, da war die Frage, und wir müssen da die Überschrift im Blog ändern: Macht es Sinn, Koi für Parasitenbehandlung aus dem Teich zu nehmen? Und da habe ich ganz klar gesagt, das macht gar keinen Sinn, weil der Stressfaktor, ich habe es im letzten Blog erklärt, Parasiten sind häufig nur die Folge von irgendwas und irgendwas ist häufig Stress, dass sie sich selber nicht mehr gegen die Parasiten zur Wehr setzen können. Und da habe ich ganz klar Stellung bezogen und habe gesagt, nein, um die Fische gegen Parasiten zu behandeln, wenn wir die jetzt von einem 20.000 Liter Teich, wo sie frei schwimmen und wegen mir noch sehr gute oder noch gutes Wasser haben, vielleicht sogar sehr gutes Wasser, man weiß ja nicht, warum es zu den Parasiten kam. Wenn ich die jetzt rausnehme, in ein kleines Becken packe, dort gegen Parasiten behandle und der Stress noch weiter steigt und die Stressreaktion dauert häufig 2 Wochen, also das, was ich heute den Koi an Stress zumute, sehe ich häufig erst 2 Wochen später. Da geht es um Hormonumstellung, Cortisol und. Und jetzt bezieht sich Klaus auf eben diesen Blog und sagt, hallo MKB-Team, ich schaue mir täglich die Modern Koi-Blogs an und habe dadurch unheimlich viel gelernt, was die Koi-Haltung betrifft und bin euch dafür sehr dankbar. Jetzt habt ihr im Block 4832 vor einem Umsetzen einzelner erkrankter Koi in ein separates Becken zur Behandlung jedoch abgeraten, um unnötig Stress dieser Koi zu vermeiden. Kann ich auch nachvollziehen. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass die Quarantäneanlage, wie sie auch von Genesis anbietet, zur Behandlung erkrankter Koi unbedingt erforderlich ist. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob diese weiter in Betrieb halten soll oder ob ich mir diesen Aufwand nicht besser sparen kann. Wie ist eure Meinung dazu? Viele Grüße aus Fock, dem Tor zum Allgäu. Klaus, Klaus, nein, behalte deine Quarantäneanlage. Lass sie am besten das ganze Jahr durchlaufen. Wenn du keine Fische drin hast, machst du ein bisschen AdBlue rein, dass sie am Laufen ist. Aber Achtung, bevor du deine Fische reinsetzt, sollte natürlich kein Ammonium und auch kein erhöhtes Nitrit drin sein. Andere haben die Quarantäne nur dastehen. Und wenn sie sie für Behandlungszwecke benötigen, wird Teichwasser reingefüllt, Filtermaterial vom Teich rein. Und so eine Quarantäne kann das Geilste sein, was es überhaupt gibt. Auch im Hinblick auf die Winterzeit, wenn man im Herbst noch einzelne erkrankte Koi hat, die man jetzt in der Warmwasserperiode nicht mehr hat behandeln können, dass man sagt, sie kommen problemlos über den Winter, dann zack, rein und im Winter in aller Ruhe bei vernünftigen Temperaturen und vernünftigem Immunsystem überwintern und auch auf jeden Fall vollends auskurieren. Das ist eine geile Geschichte, auch beim Hinzusetzen, wenn man aus dubiosen Quellen kauft, man ist sich nicht sicher, hole ich mir bakterielle, parasitäre, virale Probleme rein, dass man die Koi erstmal dort für eine gewisse Zeit lang hält, dass man dann einen Pilotfisch mit hinzusetzt. Das ist jetzt alles ein bisschen tricky und ist sicherlich ein Expertensystem, aber das ist einfach gut. Auch wieder Stress, wenn ich sehe, ein Fisch hat sich übelst verletzt oder irgendein anderes Problem, wo ich nicht weiß, ist konditionell vielleicht vollkommen am Ende und ich hole ihn aus dem Teich, setze ihn in eine Innenhälterung, wo es vielleicht auch ein bisschen dunkler ist. Gerade Dunkelheit macht auch viel aus, dass der Fisch runterkommt und nicht mehr so gestresst ist, wirkt also gegen den Stress. Ich kann ihn auf Temperatur halten, ich kann ihn auf Salz halten und kann ihn auch, wenn er jetzt vielleicht mal eine Antibiotika-Behandlung braucht, was wirklich nur sehr seltenen Fällen der Fall ist, dass ich dann den Koi auch schnell fangen kann, dass die ganze Prozedur vernünftig abläuft und dass ich vielleicht auch nicht meinen ganzen Bestand behandeln muss oder nicht behandeln, ja doch auch behandeln, nein, nicht behandeln, dass ich ihn stressen muss, meinen ganzen Bestand, um den einen Koi zu fangen, um ihn dann zu behandeln. Also für solche Zwecke ist eine Quarantäneanlage was absolut Geiles. Viele haben sie eine angeschafft, irgendwann wurde ihnen das Ganze zu lästig, weil alles, was sie an mehr Becken, an mehr Aufwand, an mehr Gerätschaften rumstehen habt, ist halt auch mehr und mehr macht auch mehr Arbeit. Aber wenn jemand ernsthaft das Koi-Hobby betreibt und so ein Behandlungsbecken, Quarantänebecken hat, ist das eine geile Geschichte. Leider ist es auch wieder so, dass in vielen Fällen dann diese Behandlungsbecken, die werden dann irgendwann mal, wenn man eine Weile keinen erkrankten Koi hat, dann werden die zu was? Zu einer Innenhälterung umfunktioniert, dann werden Fische großgezogen und dann hat man im Prinzip wieder kein Becken, dass, wenn man im Außenteich mal einen erkrankten Koi hat, dass man den dann umsetzen kann, um ihn zu behandeln, denn die Quarantäne ist dann voll. Also man muss da schon eine harte Kante, eine klare Linie fahren, aber das ist dann am Ende jedem selbst überlassen. Aber ich wollte ganz wichtig mit dem Missverständnis aufräumen, für einzelne erkrankte Fische ist eine Quarantäneanlage das Geilste, weil Temperatur,
und Salz ist das stärkste Therapeutikum, was ich bei der Koi-Behandlung, für die Behandlung erkrankter Koi kenne. Aber es macht keinen Sinn, jetzt komplett wie in dem Block, du schreibst einmal 430 und einmal 432, ich glaube war 430. In Block 430, da ging es wirklich darum, dass es Quatsch ist, parasitär erkrankte Koi aus dem Teich in Quarantänebecken umzusetzen, um sie dort separat zu behandeln. So, habe fertig, vielen Dank und Klaus, bis dann, ciao.